Servus Leute und willkommen zu einem neuen Warframe Video. Es ist soweit, die neuen Prime-Rückkehrer sind da und was es da alles abzustauben gibt, das schauen wir uns gleich an. So, bevor wir uns das Ganze anschauen, letztens wurde ich gefragt, wie man denn in diesen Shop hineinkommt. Nun, ich kenne zwei Wege. Der eine ist hier über die Sternenkarte, einfach bei Mars und danach Maru's Bazaar. Da gibt es den Markt zum einen und zum zweiten. Die einfachere Variante ist beim Orbiter einfach zum Markt gehen, danach hier auf Prime Rückkehr. Das geht meiner Meinung nach ein bisschen praktischer und dann ist man da auch drin. Jo, und zwar, wie man sieht, kann man Benji Prime und Mirage Prime abstauben, und zwar noch für 27 Tage. Jo. Gut, Benji Prime, jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsframe, aber Mirage Prime, super Frame, den verwende ich auch gerne beim Sanctuary-Ansturm zum Waffenleveln, da geht das wirklich sehr, sehr praktisch. Vor allem, wenn man es mit einem Kumpel macht, ne, da kann man sich gegenseitig ein bisschen pushen. Und jo, so ist das. Benji Prime, Mirage Prime, gemeinsam mit Helios Prime, Euphona Prime, Kogaka Prime und Agboldo Prime. Und das Ganze gibt es natürlich wieder in diesen Relikten hier, die kann man kaufen mit Aya. Und Aya, ja, da, wie man das bekommt, entweder beim Void Speedframe nehmen, zum Beispiel Titania, Gauss, Volt, wie ihr wollt, euer Lieblings-Speedframe nehmen. Die Mission durchrushen, zum Beispiel Happy Dodoko. Gefangennahme geht ja wirklich sehr, sehr schnell, 30, 40 Sekunden. Und mit etwas Glück kriegt man da etwas Aya heraus. Oder eben die Open-World-Mission machen, zum Beispiel bei Zetus diese Mission machen. Da gibt es auch hier und da etwas Aya geschenkt beim Ende einer Mission. So, und so sieht das Ganze aus, ne? Diese Lit-Relikte hier einfach kaufen und am besten auf den englischen Chat wechseln. Und manche sagen sogar auf Asia-Server wechseln. Ja, kommt halt auf die Stabilität an. Manche sagen, es geht gut. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie versucht. Ich wechsle meistens einfach auf Englisch und mache das Ganze da, aber auf Asia hat es angeblich mehr Spieler. Gut, oder man kann das Ganze auch einfach kaufen mit, ja, mit dem reinen Aya. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, kostet auch ziemlich viel Geld. Und daher würde ich doch eher die Farming-Methode wählen. So, und da sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Na, kurz und knapp, kurze Info. Diesmal ein bisschen weniger als letztes Mal bei der Prime Rotation Event. Da gab es deutlich mehr zu holen, aber jetzt ist es wieder Standard, so wie immer. Gut, und somit würde ich sagen, sehen wir uns dann in den nächsten Videos wieder, Leute. Also macht's gut, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.